Ein Tanz im Rollstuhl brachte John schon Bruce Darnell zum Weinen, wenn Eva ihren Rollstuhl übers Parkett gleiten lässt. Also dann geht's mal so richtig ab. Sie gewinnt fast jede Meisterschaft, doch wichtiger als der Titel ist es mit ihrem Tanzpartner. Freude, ganz, ganz großes Glück. Und sie möchte natürlich damit auch diese Freude an andere Rollstuhlfahrer weitergeben. Wenn Eva und Thomas übers Parkett schweben, dann sind beide voll in ihrem Element. Ob Wiener Walzer, Samba oder Jive, das Paar beherrscht alle Standardtänze. Thomas als Fußgänger und Eva im Rollstuhl. Die 47-Jährige hat das Tanzen auf ihren Füßen nie gelernt und trifft mit ihrer Leidenschaft für Rollstuhltanz oft auf Ungläubige. Erstmal ist Panik in den Augen und Unverständnis. Und wenn man dann aber doch merkt, wie wir uns bewegen und dass wir noch keinem über die Füße gefahren sind, dann kommen sie hinterher und sagen, oh toll, und wie geht denn das? Und dann ist auch der ein andere tatsächlich, der das aktiv selber mal ausprobieren will. Vor 24 Jahren hat Eva das Rollstuhltanzen für sich entdeckt. Seit 13 Jahren tanzt sie gemeinsam mit Ehemann Thomas. Mit ein bisschen Schieben und Ziehen hat das aber gar nichts zu tun. Rollstuhltanz ist alles andere als Behindertensport. Wer das Rollstuhltanzen richtig beherrschen will, braucht Kraft, Koordination und Kondition. Es ist natürlich mühsam, das ist bei uns nicht anders. Man muss trainieren, trainieren, trainieren. Der Ehrgeiz zahlt sich aus. Dreimal wurden sie deutsche Vizemeister im Kombi-Standardtanz und haben auch privat ihr Glück miteinander gefunden. Ihr Wissen geben sie inzwischen an andere weiter. Einmal pro Woche unterrichten sie ehrenamtlich in Duisburg und Leverkusen den Rollstuhltanz. Wir hatten die letzten Male immer schon angefangen. Mittwochs in Duisburg haben wir schon angefangen. Wenn ich als Fußgänger sage, ich mache hier meine Schritte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wie sieht das aus? Regelmäßig dabei sind auch Christiane und Gerd. Das Paar aus Mülheim kann sich ein Leben ohne Rollstuhltanz nicht mehr vorstellen. Auch wenn einige Menschen darauf überrascht reagieren. Wie, du kannst tanzen? Das geht doch gar nicht im Rollstuhl. Sag ich, nichts ist unmöglich. Anders als Eva kennen Christian und Gerd noch das Tanzen auf zwei Beinen. Wegen einer MS-Erkrankung wird nun jedoch der Rollstuhl zum Sportgerät. Für beide völlig in Ordnung. Warum soll ich nur zu Hause sitzen? Weil es Laufen nicht mehr so klappt, wie man es gerne hat. Dann fährt man halt. Jetzt erst recht. Das ist das Motto, mit dem sich die Rollifahrer hier übers Parkett bewegen. Eva und Thomas haben es mit dieser Einstellung weit gebracht. Zu Hause in Duisburg zeigt uns Eva ihre Tanzoutfits. Auf die ist sie besonders stolz. Zwei Kleider über und über mit Glitzer bedeckt. Beide wurden eigens für sie angefertigt. Das war mein erstes. Damit habe ich angefangen. Da war ich noch ein bisschen nicht so mutig, weil ich nicht wusste, was mir so steht, was geht. Und diese Farbe dann vom zweiten Kleid, das war eine Empfehlung des Schneiders. Mit der Farbe Knallpink wuchs nicht nur Evas Selbstbewusstsein, sondern auch der Erfolg des Tanzpaares. Regelmäßig nahmen Thomas und Eva an Turnieren im Ausland teil. Aktuell braucht Eva ihre Tanzkleider aber nur noch selten. Die Leistungssportkarriere hat das Paar erst einmal aufs Eis gelegt. Viel wichtiger ist ihnen der Erfolg als Übungsleiter. Man bekommt mehr zurück, als man es je auf Turnieren bekäme. Da hat man Pokale, die stellt man im Grunde in den Schrank. Es ist schön, aber was menschlich zurückkommt aus den Gruppen, also das ist eigentlich unser Ziel, was wir machen wollen, Selbstbewusstsein auch ausstrahlen. Mit ihrem Engagement wollen Eva und Thomas den Rollstuhltanz zu dem machen, was er ist. Ein ganz normaler Sport für ganz normale Menschen. Das ist besonders Eva sehr wichtig. Ich möchte halt einfach selber auch als Mensch gesehen werden und nicht als Rollstuhlfahrerin. Can't start to feel it.